So, wir sind hier im Ylang Ylang Feld und der Ylang Ylang kommt ursprünglich aus den Philippinen und dies sind Pflanzen aus Madagaskar und wir haben alle jetzt solche Ylang Ylang Blüten pflücken dürfen und dran riechen dürfen und Jared Turner macht diese Tour jetzt mit uns und hat uns gesagt, wenn man Ylang Ylang riecht, dass man immer wieder an diesen Ort zurückkommt, dass er wirklich energetisch verbunden ist mit diesem Ort. Und es ist ein Öl, was man hier in den Staaten ja auch trinken darf, beziehungsweise hier in Amerika und bei uns nicht. Aber wenn man es eben in so einem Land trinken darf, einen Tropfen in ein Glas Wasser, soll den Cholesterinspiegel senken. So, hier sind wir in einer Ziegelfabrik. Ist ein bisschen kleiner als bei uns, aber hier werden Ziegelsteine gemacht. Daraus werden die zum Beispiel auch die Ziegelsteine für die Schule hergestellt. Und das ist alles ein riesengroßer Plan, um das Leben der Menschen hier über Generationen zu verändern. Das Leben derjenigen, die jetzt da die Eltern und Großeltern quasi sind, kann man vielleicht ein bisschen verbessern, aber es geht um die Kinder und Kindeskinder, was man deren Zukunft verändern kann, unter anderem auch mit der Unterstützung der Schule und all diesen Projekten, die hier gemacht werden. Okay, so werden die Ziegel gemacht.